Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge E-Test 2 Multiplayer mit Max und Thomas. Hallo. Für uns ist jetzt schon wieder eine Woche vergangen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil wir keine Frachten hatten. Wegen ETS-Scheiß und so. Wir fahren jetzt über... Max, wo musst du nochmal hin? Warte. Wracklauf. Oh, Thomas muss voraus. Fällt mir ganz so aus. Ach so. Ach, bist du ja, leichter vor als dir. Ich hab 11 Tonnen. Oh, ich hab 21, ja. Ja, du musst ganz vor. Max hat 14. Ja, er hat auch nicht schwächeren Motor. Ja und? Na gut. Ja, was jetzt? Ihr Bier ist wurscht. Lass mich vor. Jetzt seid ihr beide vor mir, also von daher. Nein, nicht vor. Hast du eh Wegpunkt. Gib Gas, ich gib Gas. Nein, Spaß. Nochmal zur Info, ich fahre 11 Tonnen geräucherter Aal. Der Max ich fährt. Ich fahre Lachsfilet 14 Tonnen. Und der Thomas fährt. Bauholz LKW. 21 Tonnen. Ha! Nee, ist gar nicht. Ich fahr's gar nicht. SC Anja, Scania. Was hat die Anja damit zu tun? Gar nix. Was, gar nicht? Ach man, ey. We have left the city. Echt? I think so. Richtung den Holm mit dem Stock drin. Holm mit Stock. Stockholm, ja. Da stimme ich halt erstmal lieber ab, statt zu Thomas, bis wir uns sicher sind. Ja, ich denke mal, heute sollten hoffentlich keine Standbilder kommen. Standbild, nein, Spaß. Hör auf damit, ey. Nachher kommst du doch wirklich. Ja. Provozierst nicht. Ich provoziere. Ist nicht gut für dich. Produzierst nicht. Ja. Ja, Max, für, du bist nicht so produktiv wie für, nee, für dich ist es noch schlimmer, Max. Als für Thomas. Wieso ist es für mich schlimmer als für Thomas? Er Standbild, du ihm rein, du kaputt und so. Ach so, ja stimmt, er nur Hänger kaputt, wenn überhaupt. Anhänger! Hänger ist das, was du in der Hose hast. Was? Was? Ja. Hä? Hat mir mal Fallleiter letztens gepredigt. Alles klar. Ne, so ist es bei der Bundeswehr. Müssen wir mal die Jungen fragen, ob das wirklich so ist. Und der hat gemeint, wenn sie Darkstadt haben, ja, mit dem Hänger hinten dran. Dann haben sie immer direkt einen diskreten Hänger. Ist das, was du in der Hose hast? Das, was du hinten schon hast? Ein Anhänger! Thomas ist wieder unterfordert. Ja. Kann der machen. Oh, voll der Move gerade, ey. Okay. Digga, ein Move und du legst. Okay, Slalom mit dem LKW mit den Stickli klappt nicht so wie mit dem Moped. Mit den. Ach, mit den Stickli. Ja, mit den Stickli. Ich hab verstanden, mit den Stickli. Hab ich eigentlich auch gesagt, aber waren wir nicht so. Mit dem Stickli hab ich's auch schon mal gemacht, das ist auch witzig. Mit denen rechts von der Straße? Wenn's Bankett groß genug ist, hab ich's schon gemacht gehabt, ja. Das ist witzig. Da war die Leitplanke. Na, ich wollte ein bisschen später reinziehen, dass ich schön eine Kurve fahren kann und dann auf einmal, oh, kam da die Leitplanke. Thomas fährt unten rum. Lol. Haha, ich zieh dich ab. Ich dachte, ich musste hier irgendwie rein. Nein, musst du nicht, das ist scheiße. Das darf ich manchmal, ey. Nee, der führt dich immer so, das ist voll der Mist. Alter. Zappt da rapiert den nicht ab. Aber ihr wartet noch, ja, offen, ne? Natürlich. Alle. Alle. Jo. Können wir machen. Alter. Weiß ja, ey. Thomas ist wie die LKW-Fahrer, die man immer in den Nachrichten hört. Die blind aufs Navi vertrollen und dann einfach mal mitten im Wald stehen. Ja. Dankeschön. Wieder ein LKW-Fahrer bei uns in der Nähe, ne? So sicher. Mit Sicherheitsüberschränkung, Überschreitung. Überdrehung. Hast du ja wieder gedreht. Ja. Ja, ich bin nur ein Verkehrszähler, bitte mich nicht kaputt machen. Ich wäre auch eine nette Idee, einen Blitz einfach mal zu zerstören. Ich stell mir jetzt mal gerne wie bei dem einen Blitzer, der so schräg steht und dann dabei steht, da hat der Blitz jetzt Flugzeuge. Ja. Der Blitz jetzt Flugzeuge, was? Ja, so eine Blitzersäule, wie sie in den Großstädten immer stehen, umgefahren.
Jetzt und dann seit 45 Grad. Ne, noch oder steiler. Noch krasser. Noch krasser. Steht dabei, der Blitz des Flugzeuges. Weil der. Da sind ja diese Ringe dran, wo dann diese Sensoren rausgehen da. Und die zeigen dann eben nach oben. Ne? Ja. Ja. Ist klar, ne? Ja. Hey, ist der Tag. Oh. Krasse Sache, ja? Ne? Max, was hast du gemacht? Tja. Ganz auf viel Magic. Oh, ich dachte, ich muss schon vorher abbiegen, kacke. Denk nett. Bisschen zu früh geblinkt. Lieber zu früh als zu spät. Hobola. Okay, ich hab's verkackt. Ich bin wieder vorne. Und ich bin ganz hinten jetzt. Thomas, wo fährst du hin? Zum Hafen. Heck nicht. Ist er da durchgefahren? Ja. Der ist einfach querfeldein gefahren. Ich warte auf der anderen Seite. Das ist kein Enduro, das ist ein LKW. Was für ein Vieh? Ist kein Enduro, das ist ein LKW. Ja. Kann der machen. Hat er auch gemacht. Oh, ich bin noch weiter als Dominik gefahren. Krass, der Typ. Auf nach Gdansk, die Stadt, die mich nicht mag. Nee? Wieso nicht? Nee, doch, die Stadt, die mich zu arg mag. Ja. Nur auf Dominik warten. Wieso? Aber schon da. Ich war vor Max da. Ach so, okay. Lustig, weil Max bei mir zuerst aufgeploppt ist. Ja, Max ist in mir gespawnt. Ja, ich bin in Dominik gespawnt. Bin wahrscheinlich bei Ära so losgefahren und du hast es genau. So Ära gesehen und so. Das ist ja eklig. Ich bin stehen geblieben, bis du draußen bist. Du bist in Dominik gespawnt. Die Ära. Nein! Wir sind 3 Minuten zu spät. No. Die 10-Sekunden-Regel. Ja, genau. 10 Sekunden. Die 5-Sekunden-Regel war es immer. Was? Hä? Was ist das? Ein unqualifiziertes Rotfahren. Was? Ha? Was für 5 Sekunden? Da kennst du es nicht, wenn ein Zeug runterfällt. Das sind 3 Sekunden. Oder 3 Sekunden. 1 Sekundenregel. Was war denn die 5 Sekundenregel? Die gab's auch noch. Bei was galt die Nummer? Keine Ahnung. Aber wenn rot ist, dass du auch noch 3 Sekunden später durchfahren. Ist zwar nicht zu empfehlen, aber. Kannst du machen? Was da? Solltest du aber nicht. Oh, das war der falsche. Was? Gang mal wieder. Ach, ich Mann. Bin im falschen Gang, scheiße, ich muss einen Stockwerk höher. Tommy, du bist so ein Penner. Das nennt sich intelligentes Fahren. Bist nicht intelligent. Folge dem Navi. Das Navi hat immer recht. Schnell fahr drüber und versäumen die Tour. Ach Mann, jetzt hab ich rot. Ja! Lol, ich bin rückwärts gerollt, what the fuck. Was? Hallo Dumme. Trotzdem war es intelligenter, weil ich einmal abbiegen musste. Und nicht dreimal. Ach, scheiß drauf. Das ist Dominik. Das fand ich da wieder lustig. Er ist über rot. Das ist, ich hab keine Strafe bekommen, heißt ich bin nicht über rot gefahren. Ja, genau. Wir haben Videobeweis. Das war. Ja. Das schneide ich raus. Genau. Ich hol mir aus dem Internet einen roten Kreis, mach den auf die Ampel drauf und lass grün aufleuchten. Das ist ausschauen, als wäre es grün gewesen. Hä, du holst dir einen roten Rot. Kreis. Rot! Ja! Ja. Ei! Oh, Alter, war das knapp! Das war gut, ey, das war gut! Das war knapp! Das war gut! Das war knapp! Laut, ich dachte, Max schürt mir übelst hinten rein gleich. Ja, ich dachte ich auch. Deswegen bin ich extra noch ein bisschen links. Ja, das ist ja hier gesagt, rot. Ich hab's auch so spät gemerkt. Ne Max, das so aussieht, als würde das Rote nicht leuchten. Das ist so ein ganz dunkelroten Kreis halt. Ach so. Ja, ist gut. Also laut Animation bist du mir reingefahren, Dominik, aber ich hab keinen Schaden gekriegt, also von daher. Also bei mir war da wieder noch ein Meterplatz. Ja, bei mir war auch ein Meterplatz, weil mich hat's trotzdem so ein bisschen geruckelt. Bei mir bist du ganz smooth nach vorne gerollt.
ganz smooth. Ja, ganz nice, smooth. Nice und schmotzi. Genau. Was? Aber nice ohne Spotzi. Ja. Rotz am Munde, ne? Frohe Kunde. Ich bin euch Rotz am Munde. Frohe Kunde. Ich hab Bock auf War Thunder mit dem Nepo später. Ne, wieso hast du schon zugesagt, oder was? Nee, ich hab nur vorhin gesagt, mal schauen. Du hast gesagt, mal schauen, also kann ich das wieder abschauen. Das sah alle mit Knopf, Alter. Ich weiß jetzt nicht, wie der Trailer gegangen ist, aber mein LKW hat jetzt gute Kurvenlage gehabt. Jo. Das sah alle knapp aus. Knieschleifen machen. Ja, Alter, Knieschleifen mit dem LKW. Tür auf und Knie raus. Hängst du in der Linkskurve das Knie da? Ja, genau. Aber dann ist erstmal deine Tür weg. Nee, da wird so eine Aussparung gemacht, wo ja. du ziehen musst und so ein Schiebelding. Dann kannst du das Knie rausstrecken. Genau. Mit der Protektoren. Alles klar. Ach Mann, ey. Da macht es noch, wie die coolen Kinders an den Rollern gehabt haben. So einen komischen Stein, der dann Funken sprüht. Mhm. Kommen wir so runter vorne. Ach Quatsch. Hesse hochfahren können wir da runter. Ja, genau. Nee, die ist zu weit. Jetzt was zu tun gehabt. Der ist zu weit. Schweit. Direkt gleich Schweit. Schweit. Dann denken wir, sind jetzt nicht irgendwie in Norwegen, Schweden oder so, ne? Nee. Wieso? Muss ich gerade dran denken, nicht, dass ich wieder durchfahre. Ach so! Okay, das haben wir jetzt irgendwie dämlich gemacht. Nur weil Thomas hat es dämlich gemacht. Doch, ja. Das ist Thomas, was willst du erwarten? Ich hab zu früh gebremst. Ich hab 5% Schaden noch bekommen. Ich hab genau. Ich hab auch genau zu spät. Nee, ich hab genau. Aber nur weil ich nebenbei noch Handbremse noch mit angezogen hab. Na gut, ich meine, hab ich gesagt, dass die Handbremse, ne? Ja gut. Gesagt. Thomas spielt Ninja am Tag, läuft. Ninja! Ja. Ja, ein Blinter. Blinter. Muss jemand tanken? So ein Blinja-Pinscher. Nee, ich bin vorbereitet. Ich auch. Mixetuse. Ja. Ich hab noch Holzspäne in der Nase. Echt uncool. Läuft bei dir? Nee, ich hab heute abgeschliffenes Zeug. Aha. Mit die Schleifer. Mit dem Extender-Schleifer oder mit dem Bandschleifer? Mit dem Bandschleifer, mit dem kleinen. So ein Handbandschleifer. Ja, Exzenderschleifer. Der Witz schon ist. Schon klar, dass du es mit dem kleinen Handschleifer gemacht hast. Ja. Der Witz ist, wir haben Exzenderschleifer wieder. Aber kein Exzenderschleifer. Cool. Finde ich auch ein bisschen blöd. Vielleicht ist es ja Schleifpapier für den Bandschleifer. Klar, das ist rund. Alles klar. Ja, das ist rund und hat 6 Löcher. Das ist garantiert nicht für den Bandschleifer. Nee? Nee, nee. Oh Mann. Oh, dann fahren wir mal runter. Oh ja. Von rechts. Nünter, Zementer, Unten. Unten ist die Straße, wo wir hin müssen. Ne, Nauf, Nauf. Nauf? Wir müssen Nauf. Okay. Unten, Zementer. Unten ist die Straße, wo wir herkommen. So angenehm Multiplayer wieder. Muss man wenigstens nicht immer ständig gucken, ob jetzt der KI kommt. Ja, dann guckst du auf die Karte. Und wenn ja, dann siehst du die keine Intelligenz. Und rechtzeitig ankalten? Ja. Cool, hier war ich noch nicht. Aber 0% Schaden, nice. Obwohl ich ein bisschen dagegen gepuffert bin. Puff? Puff, der Zauberdrache. Was? Was? Wenn du nicht? Puff, der Zauberdrache. Was willst du jetzt von mir? Von uns. Was hat jetzt ein Puff mit einem Zauberdrachen zu tun? Ne, kenn ich auch nicht. Alter, was war das für ein Panzer gerade? Was? Hat sich ja krank angehört, das Motorrad. Ach schon. 10 Seconds. So ein Dieselmotor. 5. Wahrscheinlich wird das ein selbstgebauter Auspuff. 3. Auspuff. 2. 1. Go!
Halt mal an. Was, anhalten? Ja. Weißt du auch wieso, oder? Die Fahrgast zu Ende, ey. Yeah. Oh nein! Oh, Glück gehabt. Wieso? Bin ich fast reingefahren. Tatsache. Also, Max. Kannst du mir. Zick. So, das war's wieder mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.